So, noch 10 Minuten. Lieber zu früh da sein, als zu spät. Habe ich an alles gedacht? Was ist, wenn man mich nach meinen Schwächen fragt? Meine Schwäche? Mein Perfektionismus natürlich. Nee, das habe ich schon zu oft gebracht. Ich hoffe, es hat niemand gesehen, dass ich gelacht habe. Obwohl, ich bin echt schon ganz schön witzig. Am besten nicht am Handy spielen während der Wartezeit. Das wirkt irgendwie, als würde ich mich langweilen. Oder es sieht aus, als wäre ich richtig wichtig. Ah, nee. Oh, echt jetzt? Ausgerechnet jetzt muss ich aufs Klo? Nicht wahr? Immer noch 10 Minuten? Oh, sie ist zu früh. Gut, dass ich überpünktlich war. Eine sehr nette Empfangsdame. Ob der Chef sie nur eingestellt hat, weil sie so hübsch ist? So, nehmen Sie bitte Platz. Wenn Sie mit dem Einstellungstest fertig sind, kommen Sie einfach wieder zurück zu mir und ich bringe Sie dann zum Chef. Einstellungstest. Ein Test? Oh Gott, ein Test? Ich habe nicht mit dem Test gerechnet, ein Einstellungstest. Oh Gott, ich kann das nicht. Was ist, wenn ich rechnen muss? Okay, Allgemeinbildung. Okay, da bin ich nicht so gut drin, das lasse ich aus. Politik? Oh Gott, da habe ich noch viel weniger Ahnung von. Erdkunde, da war ich immer gut. Das sind jetzt sehr schwere Fragen. Was ist hier? Okay, fuck, ich wusste, ich musste rechnen. Das Rechnen mache ich zum Schluss, das lasse ich hinten dran. Gut, so muss ich das jetzt abgeben. Immerhin habe ich über die Hälfte ausgefüllt. Und das heißt jetzt nicht, dass es richtig ist, aber ich bin zufrieden. Glaube ich. Gerade sitzen, nicht zu steif, souverän antworten, kompetent wirken. Das ist aber ein schönes Büro. Sehr schöne Aussicht. Warum ist mir plötzlich so heiß? Sag mal, schwitzig? In die Augen schauen beim Händeschütteln, nicht in den Schritt. Warum denke ich jetzt an sowas? Wie lange kann man eigentlich eine Hand schütteln, bevor es unangenehm wird? Jetzt habe ich ihn doch im Schritt geguckt. Sehr unangenehm. Meine Stärken sind, dass ich keine Schwächen habe. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Oh Gott, ich will in den Erdboden versinken. Er schweigt. Oh Gott, da habe ich bestimmt was gefragt. Einfach nicken und hoffen, dass es passt. Was tippt er jetzt? Das muss ein gutes Zeichen sein, dass er tippt. Oder? Was tippt er da? So, und während ich warte, bis sie sich bei mir melden, werde ich noch ein bisschen meine Gedanken sortieren. Und das mache ich am allerbesten hier drüben in der Playlist. Guck nicht so, blick das an.